Heute beim elektrischen Reporter: vernetztes Helfen, vernichtetes Essen und Spielen auf Raten. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Die vermutlich größte Superkraft des Internet ist es, Menschen, die etwas suchen, zu verbinden mit Menschen, die etwas anbieten. Ob das ein ausrangierter Kinderwagen ist oder eine günstige Urlaubsunterkunft oder unkomplizierte Hilfe, wie unser erster Beitrag zeigt. Eine WG in Berlin. Mareike und Jonas sind jung und sie interessieren sich für Politik. Die Debatte um steigende Flüchtlingszahlen bewegt sie. Dann bekommt Mareike zufällig das Angebot, für einige Monate als Deutschlehrerin nach Kairo zu gehen. Wodurch? Eben ein Zimmer in unserer WG frei wurde und wir uns dann entschieden haben, aktiv zu werden und aufzuhören, nur zu reflektieren und nachzudenken und so ein bisschen auch in dieser Ohnmächtigkeit zu verharren und dann eben jemanden aufzunehmen und mein Zimmer quasi an Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. Über eine Freundin lernen sie Bakari kennen. Sie bieten ihm an, übergangsweise in die WG einzuziehen. Mit einer Rundmail an Freunde und Bekannte sammeln sie Spenden für die Miete ein. Crowd-Charity im Freundeskreis. Bakari, der damals noch keine Arbeitserlaubnis hat, kann einziehen. Ich war sehr überrascht, aber dann habe ich ja gesagt. Aber die erste Nacht konnte ich nicht schlafen, weil ich nicht daran geglaubt habe. Inzwischen ist Mareike zurück und Bakari wieder ausgezogen. Die spontane Hilfsidee aber ist zu einer eigenen Organisation herangewachsen, koordiniert über eine einfache Website. WGs oder Familien bieten dort Zimmer an. Flüchtlinge geben ihr Gesuch ein. Und wer sich an ihrer Miete beteiligen will, registriert sich als Mikrospender. Schon 50 WGs haben Mareike und Jonas so mit ebenso vielen nach Deutschland Geflohenen zusammengebracht. Ein Masterplan dafür gab es nicht. Es ist einfach passiert. Wir haben quasi das Potenzial, wirklich proaktiv irgendwas in die Wege zu leiten, haben wir noch gar nicht angegangen, geschweige denn ausgeschöpft. Offenbar haben die beiden einen Nerv getroffen. Nicht nur, weil die Debatte um Flucht und Migration viele bewegt, sondern weil sich gemeinnütziges Engagement im Internet auch neu entwickelt. Beispielsweise entstehen neue Formen der Transparenz, die auch großen Organisationen Neues abverlangen. Das beobachtet Daniela Felsner vom Deutschen Spendenrat. Also wir haben als Deutscher Spendenrat auch festgestellt, dass die Leute gerne sehen, wo das Geld hinkommt. Also entweder durch Jahresberichte, wo man sehen kann, okay, da sind die Projekte, werden dezidiert vorgestellt, oder halt tatsächlich vor Ort. Das heißt, dass sie hingehen können oder dass sie auch selbst was auf die Beine stellen. Und etwas auf die Beine zu stellen, das geht im Internet am schnellsten. Nicht nur, wenn es um Geld geht, sondern auch um Zeit. Wanda Caddick zum Beispiel hatte etwas, das sie einbringen wollte. Sie kommt aus Großbritannien und studiert Tanz- und Bewegungstherapie in Berlin. Ich wollte Menschen erreichen, die normalerweise nichts mit Tanz zu tun haben. Ich wollte an ungewöhnlichen Orten arbeiten. Also habe ich im Internet nach Möglichkeiten gesucht, mich freiwillig zu engagieren. Und da bin ich auf eine Seite gestoßen namens Give Something Back to Berlin, die viele Möglichkeiten für Engagement bietet. Give Something Back to Berlin ist eine Initiative von internationalen Neuberlinern, die sich in die Gesellschaft der Stadt einbringen wollen. Wanda vermittelten sie an eine Reha-Klinik. Mehrmals im Jahr macht sie Workshops mit den Patienten. Die Initiatorin von Give Something Back to Berlin hat sie erst nach Monaten persönlich kennengelernt. Die Plattform betreibt keine eigenen Projekte und hat noch nicht einmal ein Spendenkonto. Sie stellt nur Kontakte her. Eine Partnerbörse für gemeinnütziges Engagement. Genau das ist es. Sie bringen zwei Menschen zusammen. Und wenn du fremd bist in einer Stadt, ist das wirklich wichtig. In England hätte ich mehr Selbstbewusstsein und würde diese Organisationen selbst suchen. Aber in einem fremden Land weißt du nicht, wie die Organisationen funktionieren, wie sie drauf sind, wie du dich einbringen kannst. Das große Versprechen des Internet. Jeder kann mitmachen, sofort. Ob als Blogger, als YouTuber oder eben als Initiator gemeinnütziger Projekte. Es muss nicht immer gleich die Rettung der Welt sein. Es ist schon viel, sie ein wenig menschlicher zu machen.
Kommen wir nun von der Lebenshilfe zu Lebensmitteln. Etwa die Hälfte aller Lebensmittel in Deutschland landet im Müll. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Hendrik Haase, ich twitter unter Wurstsack. Ich bin irgendwas zwischen Aktionskünstler, Designer, Food-Aktivist nennen mich einige Leute, weil ich mich sehr intensiv mit Essen beschäftige, mit der Herkunft unserer Lebensmittel, mit Problemfeldern wie der Landwirtschaft, industrieller Landwirtschaft, ja, Massentierhaltung, sterbendes Handwerk. Also ich beschäftige mich halt auch mit diesen neuralgischen Punkten, da wo es dann auch ein bisschen wehtut. Momentan sehe ich so, dass wir uns sehr weit von der Produktion und der Herkunft von unseren Lebensmitteln entfernt haben. Und wenn ich diese Wege gehe, also sozusagen zum Ursprung, merke ich, dass da sehr, sehr viel im Argen liegt. Die Bauern sehr darunter leiden, dass wir quasi ihre Arbeit und das, was sie, ihre Produkte, die sie herstellen, dass wir die nicht mehr wertschätzen. Also diesen Tweet, da war eine Protestaktion in Köln, wo ein Riesenhaufen Brot vor einer Supermarktfiliale geschüttet wurde, mit eben dem Protesthinweis, dass in diesen Supermärkten halt ziemlich viel Brot weggeschmissen wird. Gleichzeitig kam natürlich von dem Supermarkt ein Dementi, nein, sowas würden wir nie tun. Und dann habe ich daran gedacht, eigentlich kann jeder selber die Erfahrung machen, die ich auch schon des Öfteren gemacht habe, ist einfach kurz vor Ladenschluss in so einen Supermarkt reingehen, hinten zur Backtheke gehen und gucken, wie die Mitarbeiter hinten die Brötchen rausräumen. Das wollte ich im Grunde mit diesem Tweet auch zum Ausdruck bringen, zu sagen, ja, jetzt kannst du da irgendwie die Aktivisten angucken, die sagen das und der Supermarkt sagt das, geh doch selber mal zum Supermarkt, und wollte im Grunde meine Fans inspirieren, zu sagen, mach doch mal den Selbsttest und guck mal, was da passiert. Ich weiß auch, dass inzwischen meine Tweets von großen Lebensmittelketten und Konzernen mitgelesen werden. Da werden inzwischen Praktikanten mit beschäftigt, die Tweets vom Wurstsack zu lesen. Und wenn die dann das lesen und merken, ja, stimmt, wir können noch so viele Pressemitteilungen raushauen, wenn dann die Leute wirklich anfangen, aufgrund so eines Tweets oder so einer Arbeit, die ich mache, dann in die Supermärkte zu pilgern und mal zu gucken, was denn jetzt wirklich die Wahrheit ist, oder sie springen hinten mal in den Container und gucken mal wirklich nach und finden dann tonnenweise Brot, dann haben sie ganz schwere Karten mit ihren Pressemitteilungen. Weil was wir in Deutschland jahrelang gemacht haben, ist, irgendwie Essen war unwichtig. Es war wichtiger, welches Auto man fährt, wo man in Urlaub hinfliegt, was man für ein Smartphone in der Hosentasche hat. Aber das, was wir dreimal am Tag in uns reinstecken, das müsste eigentlich noch viel wichtiger sein. Und wenn das wieder in den Mittelpunkt kommt, dann habe ich große Hoffnung, dass was draus wird und dass es dann irgendwann wieder leckerer wird. Die amerikanische Seifenoper General Hospital lief 1963 das erste Mal über die Fernsehschirme und ist mit mittlerweile 13.000 Folgen die am längsten laufende Fernsehserie der Welt. Neuerdings versuchen sich auch Games-Entwickler an diesem Prinzip der Serie. Ob und wenn ja, wie das funktioniert, das zeigt unser nächster Beitrag. Episodenspiele sind die neue Hoffnung der Computerspielebranche. Häppchen Games, die nicht an einem Stück erscheinen, sondern in Raten, im Wochen- oder Monatsrhythmus. The Walking Dead ist solch ein Stück-für-Stück-Spieleabenteuer. Es hat sich millionenfach verkauft. Das Vorbild dieser Veröffentlichungsstrategie sind Fernsehserien. Und die dienen oft auch als Vorlage für die Inhalte. Auch für die Macher hat die serielle Produktion von Spielen ihren Reiz. Oscar Gilbert produziert das Episodenspiel Life is Strange. Es ist in 5 Teilen erschienen, jeweils im Abstand von 2 Monaten. Die Spieler können mehr Zeit mit den Charakteren verbringen. Das ist sehr wichtig für uns. Dadurch bekommen sie mehr Tiefe und werden greifbarer für die Spieler. Und die bekommen so einfach mehr Mitgefühl. Wenn eine Folge vorbei ist, können sie über die Entscheidungen nachdenken, die sie getroffen haben. In Life is Strange schlüpft der Spieler in die Figur einer Fotostudentin, die die Gabe hat, die Zeit zurückzudrehen. Immer wieder muss der User entscheiden, wie sie sich in einer bestimmten Situation verhalten soll. Und diese Wahl muss gut durchdacht sein, denn sie bestimmt, wie es in der Geschichte weitergeht. Rewind. Wow. What the fuck? How can that be? So sollen die Nutzer tief ins Geschehen eingebunden werden und die nächste Folge kaufen.
People wait for the next episode, they ask questions and discuss. Die Leute warten auf die nächste Episode, sie stellen Fragen und diskutieren. Sie wollen mehr sehen und wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir beenden jede Episode mit einem Cliffhanger. Of course, we finish each episode with a strong cliffhanger. Gerade amerikanische Fernsehserien schaffen es immer wieder, eine Art Sog zu entwickeln und die Zuschauer mit den Inhalten zu beschäftigen. Die Fans diskutieren in Foren und Blogs. Sie spekulieren über Hintergründe und tauschen Ideen über den möglichen Handlungsfortgang aus. Ob das bei Computerspielen genauso klappt, bezweifeln Experten, etwa der Medienwissenschaftler Christian Huberts. Das Hauptproblem von episodischen Spielen ist mittlerweile wirklich noch, dass die Zeiträume, in denen die einzelnen Episoden erscheinen, oft zu lang sind und Spieler dann schon von vornherein sagen, ich habe keine Lust, immer 2 Monate zu warten, ich warte jetzt einfach ein Jahr und kaufe mir das dann, wenn es vollständig ist. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Bei dem Episodenabenteuer Tales from the Borderlands von dem kalifornischen Spielehersteller Telltale lagen 4 Monate zwischen der Veröffentlichung der ersten und der zweiten Folge. Das nehmen Gamer nicht mehr als Serie wahr, sondern höchstens als Einzelspiele mit Ähnlichkeiten. In möglichst regelmäßigen Abständen Nachschub für die Fans zu liefern, bedeutet eben auch viel Druck für die Spielehersteller. Schließlich erwarten die Gamer, dass jede neue Episode auf die vorige noch einen draufsetzt. Die Produktion ist wirklich sehr anstrengend. Es ist, als ob du alle 2 Monate ein neues Spiel machst. Dein System muss alle 2 Monate fehlerfrei sein. Du musst das Spiel alle 2 Monate Sony, Microsoft und den anderen Plattformen vorlegen und von ihnen das Okay kriegen. Das ist wirklich eine Riesenarbeit. In diesem Punkt ist die Spieleindustrie noch nicht so weit wie die alten Medien, die die Fortsetzungsgeschichten erfunden haben. Stephanie Bogon ist Dramaturgin für Fernsehserien. Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen waren dazu da, dass Menschen diese Zeitungen möglichst immer kaufen. Was in erster Linie einem kommerziellen Ansatz folgt. Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen gibt es kaum noch. Und auch das wöchentliche Entgegenfiebern auf eine Serienepisode ist eine aussterbende Form des Medienkonsums. Binge-Watching heißt der neue Trend, bei dem man gleich Dutzende Episoden einer Serie nacheinander wegguckt. Spätestens seit Mediatheken wie Netflix ihre Serien in ganzen Staffeln freischalten, ist das Warten auf die nächste Folge zu einem Ritual von gestern geworden. Ob sich das Publikum nun für Game-Fortsetzungen das gerade verlernte Warten wieder neu antrainieren möchte, ist eher fraglich. Serien sind Langzeitfolgen. Stefan Schütz. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.